Hier ist Fragstar von der Gamescom 2013 und neben mir ist jetzt D-Man nach dem Dr. Pepper All-Stars Turnier und dem Finale gegen SK Gaming. D-Man, ihr habt die erste Map verloren, konntet dann aber zurückschlagen und am Ende den Sieg davontragen. Nimm uns ein bisschen mit, wie war deine persönliche Verfassung nach der Niederlage im ersten Match und dann am Ende? Also die Lage nach dem ersten Match natürlich immer, wenn man das erste Match verliert, ist natürlich gleich ein Schlag, so ein Selbstvertrauen. Wir haben das Glück, wir haben schon einige solche Spiele gehabt, Best of Threes in kleineren Turnieren, da haben wir ESL oder sowas. Und da haben wir auch teilweise die erste Map verloren, wissen, dass man zurückkommen kann. Also haben wir uns gesagt, ja, das haben wir schon öfter geschafft, gehen wir halt Vollgas auf der zweiten und dritten. Ja, hat geklappt, also ich habe mich gefreut auf jeden Fall. Das zweite und dritte Match waren wir auch wieder top motiviert, haben dann auch Sachen ausprobiert, die wir so im Ranked-Team so gemacht haben, die wir uns vorher nicht getraut hatten im ersten Match. War erfolgreich, ja. Und habt ihr euch irgendwie speziell auf das Match hier auf der Gamescom vorbereitet? Wir haben ein paar Spiele gespielt, wir sind nicht dazu gekommen direkt. Wir waren noch ein bisschen am Jungler suchen und es stand zwar fest, dass Kentaro von uns heute spielt, aber wir sind durch Server-Lags auch, sind wir nicht wirklich dazu gekommen. Also als wir wirklich einen Tag frei hatten, hat Riot Probleme gemacht und haben wir halt mit Lags 1, 2, 3 Spiele gemacht und die sind auch nicht so gut gelaufen. Deswegen waren wir natürlich gleich von Anfang an, Mist, wird das gut laufen, wird das schlecht laufen? Erste Map dann gleich, nee, läuft ja gar nicht so gut. Aber ja, anscheinend hat es doch gereicht. Und eine ähnliche Situation hatte ich ja schon im Halbfinale. Hat euch das vielleicht etwas geholfen? Ja, also das ist auch eins der Matches, wo wir uns dann sagten, ja, wir haben schon erste Runde verloren, dann zweite, dritte ist trotzdem machbar. Also wir haben schon einige Best of Threes so gewonnen. Und vor dem Turnier haben sich ja 1200 Teams ungefähr eingetragen dafür. Wie habt ihr euch im Endeffekt dafür qualifiziert, für diese Endrunde auf der Gamescom? Ja, also wir hatten halt zweiten Qualifier in Dr. Pepper Cup für Mouseboss da mitgemacht. Wir hatten den ersten für SK auch mitgemacht. Erst für SK sind wir leider rausgeflogen, gegen 1000 Kilo Handelbank war das, glaube ich. Die sind dann im Qualifier gegen Surferforge rausgefallen. Das ist natürlich auch Druck auf uns, weil die wurden geschlagen und die haben uns geschlagen. Aber dann Mouseboss zweiten Qualifier haben wir mitgemacht. Sind wir ziemlich schnell durchgekommen, also wir hatten ein Game weniger als der Rest, weil da irgendwie ein Team gefehlt hat und das andere Game hatten wir konstant gewonnen, also dann im Qualifier mit den vier Teams, das war ja das erste Match auch wieder ganz in Ordnung. Gegen Grumpy Wolves war das dann ja dieses Match, wo wir das erste wieder verloren hatten. Wir hatten auch gesehen, die haben gegen Infaculty easy gewonnen und Infaculty ist natürlich auch ein klasse Team. Und da denkt man sich natürlich auch, Mist, wenn wir es jetzt doch wieder nicht schaffen, dann wird's ja, oh, dann kommen wir nicht mehr rein. SK ist auch schon zu Ende. Ja, aber es lief gut. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, da gibt es ein SK All-Star-Team, das wird von Ocelot trainiert. Und ein Mouseboards-Team. Gab es da Unterschiede in den Teams, die an den speziellen Qualifikationsrunden für die Teams teilgenommen haben? Also war das bei SK härter, sich zu qualifizieren als bei Mouseboards, weil eben Ocelot als Trainer... Also bei SK waren auf jeden Fall sehr viel mehr Teilnehmer. Also das hat man direkt gesehen. Also SK hätten wir, glaube ich, 5 Runden spielen müssen. Jetzt bei Mouse haben wir 3 gespielt für den zweiten Qualifier. Natürlich, SK halt als Hauptfigur, das ist natürlich total interessant, auch für alle, die ihn halt so begehren und wollen natürlich mal von Oze gecoacht werden. Also es war, wir haben uns ja auch angemeldet, also so ist ja nicht, wir hätten auch gern was von Oze gelernt, er ist ein klasse Spieler, klasse Taktiker. Von denen gecoacht zu werden, hätte uns wahrscheinlich auch eine Menge geholfen. Und am Ende haben ja 2 EPS-Teams das Rennen gemacht, in eurem, das Gegnerteam, die ESK All-Stars, das wurde ja gespielt von dem Team Serverforge. Und genau dieses Matchup könnte es auch im Finale der EPS wiedergeben. War das vielleicht schon so ein kleiner Hinweis auf die kommenden Halbfinals und das Finale? Ja, also das ist auf jeden Fall gut, um zu sehen, wie man sich mit dem messen kann. Da kann man natürlich auch, vor allem wenn es so ein wirklich serious Game ist, also wirklich, wobei Teams ernst nehmen, da kann man natürlich sehen, wie die auf bestimmte Situationen reagieren, ob man sicher spielen kann, ob man aggressiv gehen kann. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, den wir jetzt in der EPS haben, für beide Teams ja auch. Wir sind jetzt mit einem Sieg rausgegangen. Also ich hoffe, wir können es in der EPS wiederholen, wenn wir so weit kommen. Erstes Game ist hier gegen Mouseboards. Wir sind gerade als Mouseboards angetreten, aber müssen wir nur Mouseboards, das richtige Mouseboards-Team müssen wir besiegen und dann hoffentlich schaffen wir es dann auch gegen, wahrscheinlich ist es Serverforge, also rechne ich sehr mit. Serverforge spielt gegen Infaculty im Halbfinale. Wie bereitet ihr euch im Speziellen jetzt auf das Halbfinale gegen Mouseboards vor? Die Halbfinale sind ja gar nicht mehr so weit weg.
Gegen Mouseboards, ja, da werden wir mit einem anderen Jungler wieder spielen auf jeden Fall. Mit dem haben wir auch eine Menge trainiert schon. Also es läuft auch wirklich sehr gut in Drank-Teams und auch in kleinen Scrims. Also ich bin schon optimistisch, dass das was wird. Mouseboards ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so vorhanden, wie es in der EPS am Anfang vorhanden war. Das heißt, sie sind nicht eingespielt, auch ein Vorteil für uns. Wir sind sehr eingespielt mit dem anderen Jungler. Und ich schätze mal, gegen Mouseboards dürften Münden auf jeden Fall raushauen. 2-1 oder 2-0, das kann ich nicht sagen, aber jeder macht mal Fehler. Also ich hoffe, wir gehen mit dem Sieg raus. Das denke ich auch mal, das wird passieren. Und Demon hat bisher Top-Lane gespielt, er hat Mid-Lane gespielt, er hat Jungler gespielt, jetzt bist du AD-Carry. Wie kommt es zu diesen ganzen Wechseln und wo fühlst du dich denn eigentlich am wohlsten? Also am wohlsten fühle ich mich in meinem Jungle. Also ich habe Season 1, Season 2 habe ich eigentlich Main-Jungler gespielt. Meine Mitte-Phase war, weil wir zwei Top-Laner hatten und haben wir in den Jungler geschickt, weil der Jungler besser konnte. Dann meinte ich so, ja, spiele ich halt Mitte, ich wollte immer mal Mitte spielen. Es ging gut, wir haben mit der Mitte haben wir EPS gewonnen gehabt. Jetzt hatte ich eigentlich die erste Season, jetzt wollte ich jetzt wieder Jungle spielen. Ist auch wieder nichts raus geworden, unser AD-Carry ist rausgeflogen. Dann haben wir spontan mich auf AD-Carry gesetzt und einen anderen Jungler rangeholt, weil wir keinen AD-Carry gefunden hatten. Und das Pro-Match ist auch gleich gut gelaufen und dann dachten wir uns gleich, Mensch, mit dem Setup funktioniert das richtig gut, machen wir erstmal so weiter. Also jetzt bin ich AD-Carry und es gefällt mir und es läuft auch gut, also werden schon weitergehen. Und die Synergie mit deinem Support, die passt auch? Ja, also wir verstehen uns noch menschlicher und spielerischer Ebene sehr gut. Also wir haben einen ähnlichen Spielstil. Gleich im ersten Game haben wir Botlane ziemlich gut gespielt gehabt, also gleich gute Voraussetzungen, es kann ja nur besser werden und es ist auch immer besser geworden, also wir probieren es auch mittlerweile zusammen, also Champions aus, die wir nicht so gut spielen können, um zu gucken, ob vielleicht mit dem Support oder mit dem AD Carry speziell jetzt doch funktionieren sollte, die man halt vorher sich nicht rangewagt hatte. Zum Beispiel Miss Fortune, die ich im All-Star gespielt hatte, die hat er als Support eigentlich nie supportet. Also das sind solche Champions gewesen, wo man sich denkt, also ich fühle mich halt vertraut mit ihr, lass uns die mal spielen mit dem und dem Supporter und das ist auch wirklich gut gelaufen. Hat sich gelohnt, du bist mit 9-1, glaube ich, rausgegangen am Ende, ne? Ja. Was ich mich dann frage, wenn du sagst, du spielst lieber Jungle als AD Carry, warum haltet ihr nicht Ausschau nach einem AD Carry, sondern eher nach einem Jungler? Weil dann könntest du ja wieder die Position wechseln. Ja, also ich fühle mich im Jungle am wohlsten. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich AD Carry spiele, dass meine Lane gecampt wird oder dass ich, und das geht mir halt irgendwie voll auf den Nerven, das bin ich halt als Jungle nicht gewohnt. Aber darüber hinaus, also als AD Carry kriegst du natürlich die Kills, macht Spaß. halt als AD Carry hast du eine sehr wichtige Position im Team und halt diese Position macht mir halt wirklich sehr viel Spaß. Also im Jungle fühle ich mich halt wohl, ist halt mein Gebiet so, also als Jungler ganken und kann es gecampt werden, aber halt eher selten. Da fühle ich mich halt wohl, aber ADK macht mir halt zurzeit sehr viel Spaß. Also ich baue auch mittlerweile so ein Wohlbefinden auf als ADK mit meinen Supporter speziell. Also gefällt mir. Wenn wir jetzt mal über die EPS-Fans hinausblicken, was willst du in deiner E-Sport-Karriere, in deiner Laufbahn noch so Großes erreichen? Was hast du dir noch vorgenommen? Mein Ziel war es eigentlich mal auf der Gamescom auf der Bühne zu spielen. Also das war eines der großen Ziele, die ich mir auf jeden Fall verfolgt habe. Also einfach auf der Bühne, wie wir es jetzt gespielt haben, mit einem riesen Publikum. Also ich habe am Bildschirm vorbeigeguckt und du hast wirklich nur Menschen gesehen, die gesessen haben und an der Seite haben sie gestanden wie so ein riesiger Tropfen an Menschen. Und das war wirklich eine Erfahrung. Das war eigentlich so eine Erfahrung, die ich wirklich machen wollte. Jetzt für die Zukunft. Ich hoffe, es wiederholt sich. Also Online-Streamer, also Online-Viewer gibt es wahrscheinlich, das kann auch noch weit nach oben gehen, wir hatten jetzt 1000 im All-Star, LCS läuft nebenbei, wahrscheinlich deswegen. Ja, also wir sehen als Team und vor allem auch ich selbst, wollen auf jeden Fall die LCS nächste Season dann erreichen, diese Season hat es nicht ganz geklappt. Nächste Season nehmen wir uns dann wirklich als Ziel, wir werden auch kleinere Cups wie EPS, sagen wir mal, ein bisschen weniger in den Vordergrund stellen, sondern wirklich darauf konzentrieren, dass wir nächste Season LCS da wirklich sicher dabei sind. Du sagst EPS, kleiner Cup, da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Woher kommt das, dass die EPS zurzeit so ein bisschen in der Kritik steht? Und ich meine, man kennt die großen Zeiten der EPS, wo es viel gehypt war, es gab immer ein Anti-Friday Night Game etc. Was meinst du, wo liegen die Probleme zurzeit, dass es nicht mehr so ins Laufen kommt? Also wir haben vor allem persönliche Probleme mit der ESL. Also das Problem ist einfach, ESL ist zwar super, also das Cup-System, dass halt deutsche Teams sich wirklich messen können auf einer eigenen Liga. Die Idee ist sehr, finde ich, super. Nur halt, es gibt immer wieder Probleme mit Trusted oder mit Premium und dann muss man sich andere Leute suchen und dann lösen sich die Teams wieder auf und dann darfst du den Spieler aus einem anderen Team nicht in dein Team aufnehmen. Halt solche Regelungen, die machen halt
alles irgendwie kaputt. Teams gehen vor allem in League of Legends sehr schnell auseinander und die suchen. Und wenn dann so ein deutscher, sagen wir ein deutscher AD-Carry da auf einmal raus ist und du kannst ihn nicht aufnehmen, obwohl du es gerne möchtest, und dann denkst du dir, Mist, wir möchten halt die EPS weiterkommen und dann kann man den aber nicht aufnehmen und dann sucht man vielleicht doch wen anders und das ist dann irgendwie doch eine Barrikade. Aber wo siehst du denn so die Gründe für dieses schnelllebige Geschäft? Also warum wechseln denn so viele Teams so auf die Roster? Das war jetzt auch in der LCS zu sehen, da haben ja auch 5 Teams unter der Saison ihr Roster gewechselt. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt so am League of Legends halt an sich. Also es gibt da natürlich die Möglichkeit, viele Teams zu erstellen. Ich glaube, das ist auch der Fehler, das Riot, und das passt nicht so ganz in andere Turniere rein. Also Riot hat halt die LCS jetzt. Dementsprechend funktioniert das natürlich, gut, weil man halt die Teams aus League of Legends direkt rauszieht. Aber wenn du außerhalb von der League of Legends, sagen wir mal, Teams erstellst, du versuchst so zusammen zu spielen, dann ist der eine nicht on, dann holt man sich wen anders ran und dann spielt man mit dem und dann, ach, der ist ja gar nicht so gut wie der davor und dann kommt natürlich auch noch Solo-Queue dazu, also da bin ich ein ganz böser Hater von, also ich mag Solo-Queue überhaupt nicht. Ich spiele das wirklich nur, damit ich da oben irgendwie bleibe, dass ich vertreten bin, falls ich doch mal wieder ein Team suche, dass ich da halt doch wieder gute Chancen habe, ein Team zu finden. Und ich denke mal, das ist wirklich dieses, wenn man Solo-Queue spielt, dann verhasst man sich. Also das ist irgendwie das Gefühl, League of Legends, da hassen sich alle Spieler so. Also das ist das große, das ist irgendwie, du spielst Solo-Queue und jeder zweite oder dritte fängt an zu flamen und beleidigt dich auf übelste Weise. Und am besten schon in der Champions Select. Am besten schon in der Champions Select, ich gehe AFK oder... Oh. Wenn wir jetzt mal die deutsche Szene mit anderen Szenen vergleichen, jetzt auch mit Ausblick auf die WCG vielleicht, wo steht die deutsche Szene im Moment? Deutsche Szene, denke ich, steht doch schon recht weit oben. Also du siehst, auch in den großen Teams, da ist immer wieder in Deutschland vertreten. Auch jetzt, wenn man sich die Ladder anschaut, also da sind wirklich 2-3 gute Teams top in der Ladder in Challenger. Das ist, also deutsche Szene ist schon stark vertreten, nur halt diese komplett deutschen Teams, die gibt es so nicht. Also du siehst immer, Candy Panda zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Candy Panda, der ist Deutscher, aber der hat halt kein deutsches Team. Also der hat 2-3 deutsche Spieler und mehr so in einem Team sieht man nicht mehr. Okay, und jetzt, nachdem das Turnier vorbei ist, wirst du jetzt hier noch auf der Gamescom bleiben? Vielleicht sogar bis Sonntag hier die LCS-Finals vielleicht anschauen? Oder? Also auf der Gamescom bin ich halt also wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall bis Samstag zu bleiben. Sonntag ist Abreise. Das haben wir doch noch geregelt. Kommt Serverfall zum Beispiel, die hauen heute wieder ab. Das ist natürlich schade. Wir bleiben wirklich bis Samstag, hauen Sonntag ab. Wir werden uns natürlich angucken. Also wir haben leider keine VIP-Ausweise oder so, oder ESL-Cars leider. Hätte ich sehr gerne. Wir werden halt als Besucher ein bisschen rumlaufen. Also mit C-Play machen wir jetzt auf jeden Fall auch noch was. Also mit unserem Clan halt. Ein bisschen promoten, T-Shirts und so. Also... Und interessierst du dich so sehr für die Casual-Szene? Spielst du auch mal Spiele abseits von League of Legends? Also so neben League of Legends spiele ich halt sowas wie Counter-Strike ab und zu mal mit Koi dann auch zusammen. Einfach mal ein bisschen Ablenkung. Ich glaube, wenn man sich wirklich den ganzen Tag mit League of Legends beschäftigt, geht der irgendwann nur noch auf die Nerven. Also ich bin auch nicht jemand, der die ganze Zeit Ranked spielt, oder ich spiele auch sehr gerne einfach nur Normals zum Spaß oder spiele mit ein paar Freunden und dann denken, aber selbst das geht mir teilweise auf den Nerven. Dann geht man so in die Queue, die anderen stalken einen sofort, hier, was spielen die? Oh, guck mal, er spielt Challenger und oh mein Gott, warum spielst du überhaupt Normals, du Arsch? Und alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Interview und viel Glück in den Halbfinals. Jo, danke schön. Ciao.